So, heute schauen wir uns den Einhell GE CM 1830 Lithium-Akku-Rasenmäher ein bisschen näher an. Ich habe mir das Teil gekrallt, um zu sehen, ob es wirklich das hält, was es verspricht. Du findest den Link in der Beschreibung, falls ihr mehr Infos wollt oder ihn euch zulegen möchtet. Jetzt aber Butter bei die Fische. Also, packt mal's an. Ich habe den Einhell-Akku-Rasenmäher mal so richtig durch die Mangel genommen. Erstmal, das Ding ist perfekt für den kleinen bis mittleren Garten. Bei mir daheim habe ich so um die 100 Quadratmeter Rasen und dachte mir, das muss er jetzt packen. Zuerst mal zu dem, was ins Auge fällt. Das Teil ist kabellos. Freiheit pur, kann ich euch sagen. Kein Kabelsalat mehr, kein Stecker ziehen, wenn du mal ums Eck musst. Und dann die Power. Der Einhell Pure Power Brushless Motor treibt das Ganze an. Ein Träumchen. Der läuft ruhiger und hat mehr Wumms als die alten Bürstenmotoren. Dazu noch länger haltbar. Was will man mehr? Die Schnittbreite von 30 cm ist ideal für kleinere Flächen. Man kommt gut voran, ohne ständig hin und her zu eiern. Und die Schnitthöhe? Lässt sich easy in 3 Stufen einstellen. Von kurz geschoren bis ein bisschen länger. Je nachdem, wie es euch gefällt. Die Handhabung ist auch ein Klacks. Der Führungsholm lässt sich zusammenklappen, was eine Menge Platz spart, wenn es in die Garage oder den Schuppen geht. Und der Tragegriff? Top! Das Ganze flutscht einem so leicht von der Hand, als würde es nichts wiegen. Beim Mähen selbst macht sich das leichte Gewicht und die großen Räder positiv bemerkbar. Da hat jemand mitgedacht. Der Rasen wird geschont und das Gerät lässt sich ohne große Kraftanstrengung schieben. Ein Wermutstropfen, Akku und Ladegerät sind nicht dabei. Man muss extra besorgen. Aber wenn man das System einmal hat, kann man den Akku ja für andere Einhellgeräte nutzen. Flexibilität, sage ich nur. Also zusammengefasst, für kleinere Gärten ein echter Hit. Leicht, handlich und mit einer ordentlichen Portion Power. Wer es unkompliziert mag und seinen Garten liebt, der sollte dem Einhell-Akku-Rasenmäher definitiv eine Chance geben. Ich habe mir die Bewertung von Echtnutzern angesehen. Nachteile: Akkus nicht dabei. Vorteile: Brushless-Technologie. Grasfangkorb groß genug. Leicht zu entleeren. Beeindruckende Leistung. Akkubetrieb bequem. So, liebe Leute, das war's mit unserem Blick auf den Einhell-Akku-Rasenmäher. Hat das Teil euer Interesse geweckt? Dann zögert nicht, schaut in die Videobeschreibung, da findet ihr alles, was ihr braucht, um euch vielleicht selbst so einen praktischen Helfer zuzulegen. Und falls ihr Fragen habt oder uns einfach eure Meinung sagen wollt, ab in die Kommentare damit. Euer Feedback ist Gold wert. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns doch gerne ein Like da und abonniert den Kanal, damit ihr kein zukünftiges Video verpasst. Ich bin schon fleißig am Werkeln für das nächste Review. Damit ihr es nicht verpasst, aktiviert die Glocke. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und immer schön den Rasen im Blick behalten.